25 Werke hat man in Salerno ins Latein übersetzt, ohne ihren echten Verfassernamen. Eine übliche Vorgehensweise im mittelalterlichen Europa. Erst im 20. Jahrhundert hat man entdeckt, dass diese Bücher von arabischen Verfassern übernommen und übersetzt worden sind. Die Stimmung schlägt um. Ich beginne mich hier unwohl zu fühlen. Ich glaube, in manchen Kreisen bin ich unerwünscht. Mit dem Tod Friedrichs im Jahr 1250 stirbt der größte Förderer von Forschung und Wissenschaft in Europa. Es ist die Gelegenheit für die Kirche, die Annäherung der Christen zu den Muslimen und deren Wissen zu unterbinden. Mit Friedrich dem Staufer endet sozusagen die Zeit des Austausches und wird ersetzt durch eine Zeit rigiden Hasses. Packt alles zusammen, Brüder, dieses blasphemische Zeug. Die Kirche konfisziert Bücher, Manuskripte und wissenschaftliche Modelle aus dem Privatbesitz Friedrichs. Der größte Diebstahl in der Wissenschaftsgeschichte nimmt seinen Lauf. Zusätzlich verbannen die Kirchenoberen die muslimischen Wissenschaftler vom Hof. Was ist nur geschehen? Der aufgeschlossene Kaiser ist tot und die Kirche hat nur darauf gewartet. Mein Auftrag, unsere beiden Kulturen näher zu bringen, ist gescheitert. Ich werde nach Hause zurückgeschickt. Das muslimische Wissen aus über 800 Jahren geht zwar nicht verloren, aber das geistige Eigentum genialer Wissenschaftler wird gestohlen. Bücher, Manuskripte und Skizzen verschwinden in dunklen Verliesen. Die Namen der Verfasser gehen verloren. Erst Jahrhunderte später tauchen die Aufzeichnungen wieder auf. Europäische Wissenschaftler wie Leonardo da Vinci oder Galileo Galilei arbeiten mit Forschungsergebnissen muslimischer Autoren, ohne die richtigen Verfassernamen zu kennen. Ich glaube, dass das Selbstwertgefühl im islamischen Kulturraum darunter gelitten hat, dass man die Hochleistungen des islamischen Kulturraums heute noch nicht bereit ist, tatsächlich im Westen anzuerkennen. Noch heute haben viele Muslime einen Minderwertigkeitskomplex gegenüber der westlichen Welt. Auch weil sie die Leistungen ihrer Vorfahren nicht kennen. Weil sie nicht wissen, dass heutige Standards auf dem Gebiet der Optik, der Medizin, Mechanik oder Zeitmessung ohne die Erfindungen muslimischer Wissenschaftler nicht möglich gewesen wären. Erkennt wiederum der Westen, wie viele Errungenschaften seiner Zivilisation tatsächlich aus dem islamischen Raum stammen, würden die beiden Kulturen einander wesentlich mehr Respekt entgegenbringen. Das Buch des Wissens, von dem wir in unserem Film geredet haben, das gibt es übrigens wirklich, und zwar direkt in einer fünfbändigen Ausgabe. Die Goethe-Universität in Frankfurt hat sich die Mühe gemacht, all die Gegenstände, von denen wir Ihnen erzählt haben, und noch viel mehr in diesen Werken zusammenzutragen. Teilweise hat man diese Sachen sogar nachgebaut und man kann sie sich in Frankfurt in einer Ausstellung anschauen. Mehr zu diesen